haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was vor uns. Ja, wir haben einen Haufen Nebenquests noch. Ja, aber die Quest kam ja nach der Hauptquest. Ja, ja. Ja, die sind nach der Hauptquest erschienen. Erschienen? Wie so eine Erscheinung. Die Erleuchtung. Wir hatten noch eine Quest übersehen. Also ziehen wir jetzt erstmal weiter, oder? Ja. Oh yeah, ich hab den Skin böse Zuckerstange. Okay. Aua! Der hat mich überfahren. So macht er das immer. 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 Boah, ey. Voll in mein Genick, ey, bitte. Ich muss hier noch fahren. Der Titel ist gut halt. Besiege den Unbesiegbaren. Für echte Könner. Oh nein. Halt ihr. Achso, ihr fahrt da zusammen. Im Loveboat. Im Loveboat. Loveboat. Katholische Schiff. Von einem Piraten verfolgt. Das glaube ich nicht. Sinn. Oh. Ich weiß auch nicht, was das gewesen ist. Mach das nicht immer ablenken von da. Der lügt. Wenn er aber wirklich von einem Piraten verfolgt, guck mal mein Gesicht. Ja, von dem. Das traue ich mich gar nicht. Weil ich da guck doch. Kriege ich Schmerzen in den Augen. Hier, Bonehead. Ein echter Pirat. Warum hast du solche Skins? Warum haben wir sowas nicht? Wir auch bekommen. Weil er klaut. Wir haben es auch bekommen. Alter, weißt du, wir bekommen sowas und er sagt uns das nicht. Schiff. Alter, jetzt muss ich erstmal hier. Kreis, halt dich fest. Wir fahren zurück. Dann müsst ihr aber alle paar Sekunden halt mit. Warum sollen wir nicht, müssen wir dich da nicht lang? Ja doch, aber wir haben doch neue Skin-Anpassungen bekommen. Mach Verdrückchen. Verdrückchen? Ich hab bestimmt eine Augenklappe oder so. Bestimmt ultra cool. Du hast nur Angst, dass ich die jetzt benutze, weil die so cool sind. So, aussteigen, mitkommen. Lady Kreis, sie brauchen ein neues Gesicht. Ach, da hinten ist so ein Automat. Wenn du eine Augenklappe hast. Es wird Zeit, dass wir zu unserem Chirurgen des Vertrauens gehen. Hallo. Was haben Sie für uns im Angebot? Yeah! Oh mein Gott! Wie cool! Richtig cool. Brauche ich noch so den passenden Skin dafür? Ja, der war schon gut. Bleiben wir bei dem. Was hast du bekommen, Kreis? Ich schaue kurz, ich muss es erst freischalten. Oha. Mörderischer Krieger. Ja, mit einer sexy. Muschel im Auge. Mit einer Muschel, schau mich mal an. Mit einer Muschel. Ich warte. Ist hier jemand noch beschäftigt? Ja, offensichtlich. So. Meiner sieht cool aus, ne? Mit den. Ja, auf jeden toten. Ich bin mal gespannt. Warte richtig mal. Richtig cool. Skull. So, wo seid ihr denn? Ich habe ja auch einen neuen Skin. Wie sieht Kreis aus? Kreis bleibt stehen. Kreis hat Locken. Ich bin hübsch. Haar. Er sieht ein bisschen aus wie LeChuck jetzt. Ja. Okay, der Gunsurker-Helm, der ist echt cool. Das sieht echt was klasse aus. Was hast du? Ja. So klein, das ist das Problem für mich so. LeChuck. Wir haben kein Boot mehr. Ich wollte gar nicht tauschen, ich wollte mich nur ducken. Was, du willst nicht tauschen? Nein. Du willst dich nur ducken. Aha. Das ist auch eine Art Austausch. Nehmen jetzt das super tolle Schiff, altes Aluminium. Steig ein in super tolle alte Aluminium. Das kann nur Steuermann und Captain an einem Bord. Eben. Voll die Lüge. Der Smoothie muss sich ein eigenes Boot nehmen. Drei Mann auf einer toten Mannskiste. Oh, Minzig frisch nehmen. Boah, wir müssen weit fahren, das wird also eine lange Fahrt. Ich fahr einfach meine durch. Buddy voll rum. Yo ho. Drei Piraten mit einem Holz. Me down the stream. So. Ihr werdet verfolgt, ihr Blumen. Von der Piratenpartei oder von wem? Ja, die Piratenpartei ist hinter euch her. Diese Schlingen. Die Gewerkschaftsvorsitzenden hier. Vorsitzend. Ich wollte gerade sagen, Dalukat, da kommt eine Wand. Wir sind ja nicht gegengefahren. Oh, hier, Mac. Roboterbande! Badass Loader. Wir hätten eigentlich nochmal nach Dings fahren können. Müssen wir da hoch.
Nach links den Fahrstuhl benutzen. Hier zum, wir hätten, wie heißen die Stadt? Sanctuary. Hätten wir nochmal hinfahren können, damit wir unsere goldene Keys noch. Ja, genau, nochmal nutzen können. Damit wir den Leviathan dann noch schneller besiegen, wenn er kommt. So, hier war ich schon mal. Kommen Sie, die Piratenbande muss zusammen nach oben. Pandora's Pirates, ey. Ha, ich hab den Revolver von einer Piratenkönigin. Super. Ah, ich fühle mich auch wie eine Piratenkönigin. Ja. Piratenprinzessin Kreis. Ich fühle mich so ein bisschen luftig im Gesicht. Das ist so ein Was ist daran falsch? So ein bisschen gut frisch. Aussehend, gepflegt und attraktiv zu sein. Das frage ich mich auch jeden Morgen, wenn ich mich mit meinem Skelettkopf im Spiegel anschaue. Gräßlinge! Gräßlinge! Mir ist schon wieder das Bein eingeschlafen. Das ist ja frech. Ist der unbesiegbar? Was macht er denn hier hinten? Ja, wir müssen jetzt hier noch so ein paar alte Gegenden nochmal verwerten. Ja, alle eigentlich. Wir laufen jetzt nochmal durch alle nochmal durch. Und dadurch kommt eine unglaubliche Spielzeit von dem DLC von 7 Stunden zustande, weil wir die ganze Sache doppelt machen müssen. Die wissen schon, wie man es macht. Oh, Geld und Reichtümer habe ich gefunden. Läufst du einfach nur durch da alle Karte oder was machst du? Nee, ich versuche zu überleben. Ja, aber wenn du alleine gehst, wirst du das nicht schaffen. Ganz genau, das ist wie Freundin. Das ist ein bisschen Sparrasse, du bist. Hättest du mal immer fleißig deinen Spiel nachgegessen. Ey, aber nein, dass du das mit Skorpion gesagt hast, nein, der hat dich schon besiegt. Ey. Nee, ich nicht mehr so sportlich, heb mich jetzt auf hier. Ich nicht mehr so sportlich, ey. Da wird's ein bisschen mehr aushalten. Ja, aber man leidet da nicht anders leiden. Ach was. Wow! Oh. Ich bin umgefahren hier. Fieser Lunder! Ehrlich, ey, der Bullloader legt der hier um. Dann slack ich die doch lieber, bevor ich sie gar nicht anschade. Weißt du, schleckst sie lieber noch ein bisschen? Ja, ein bisschen anschlecken. Komm mal her. Ich hab was für dich. Oh, Leute, da fliegt was. Von oben. Da ist ein Badass. Oh, der kommt runter, das ist ja nett. Grüß Gott. Grüße. Oh, grüße, ja. Grüße. Servus, ich muss mal gucken hier mit der Shotgun direkt ins Gesicht. Oh nein. Oh, das sind sogar zwei. Hallo. Was ist denn hier los, ey? Gib mich. Hallo. Mich auch. Heben Sie mich auf, Monsieur. Gunserker. Gunserker. Hier ist eine Quest irgendwo da oben. Ja, bei Pervy. Pervy? Pervobot. Da ist er, Perv. Perv. Zensort. Guck mal die Questbeschreibung. Redefreiheit, Sterbefreiheit. F-Sternchen-Sternchen-K-Zensur. Zensur. Das hält länger. Ich bin Zensorbot. Alles Töte DJ Tanner. Fluchen ist unmoralisch. Bevor wir das machen, besiegen wir den Unbesiegbaren. DJ Tanner. Ist der aus vielleicht aus Zurück in die Zukunft oder so? Ja. Bill Tanner, er ist DJ in Borderlands. Man muss sich halt auch nach dem Film irgendwie eine Beschäftigung suchen. Warum? Ist ja egal, in welche Zeit er reist. Weißt du, er ist ja... Kann ja theoretisch überall sein. Don't kill the DJ. Wie ist der eine nochmal, der fiese? Der hieß Biff, ne? Ja, ja, Biff Tannen. Ja. Badass Loader. Ja, die machen ganz schön Schaden noch. Üble Loader. Das ist ganz blöd, die Mobs skalieren mit unserem Level, aber die Waffen nicht, die sie droppen. Ne. Ja, deswegen lohnt sich das ja dann ab einem gewissen Punkt echt, einfach mal den zweiten Durchgang zu starten. Ja, aber da musst du bis dahin wieder spielen, oder was? Das ist ja... Ja, aber es geht eigentlich, also... Wenn man jetzt halt echt nicht so viel rumjuckelt, wie wir das immer machen... Dann geht das recht fix. Ich hätte den Begriff Teamwork erfunden haben können. Ja. Oh, da hinten ist was. Gegner. Ein leuchtender Stein, ein Gegnerlein. Ach, jetzt ist hier wieder dieses Blöde, wo wir... Kann man hier, warten doch schon mal. Ja, wo die waren wir schon mal. Oder denn? Wo wir die alle besiegen müssen und dann erst das Teil benutzen können und so. Wir müssen sie bewegen. Wir müssen sie bewegen. Fertig. Bewegen. Allesamt. Fertig machen.
Der wollte ganz frech am Boden explodieren. Irgendwie was zu trinken besorgen. Weil sonst werde ich gleich nicht mehr sprechen. Ach, das ist Verschleiß. Ganz normal, üblicher. Ah ja, du hast recht. Speichelfluss wird überbewertet. Ja, eben, das braucht man nicht. Vor allem, wenn man irgendwie sich unterhält und so. Wir brauchen sowas, bitte. Was musste man denn nochmal tun, damit wir weiter können? Keine Ahnung, besiegen! Genau, fertig machen. Ein Gitter. Mach's doch platt. Hier ist eine Gittertür, aber die geht nicht auf. Weil das sind böse Buben. Ja, hier oben die Tür geht dann irgendwie auf. Ich schmeiß nur Granaten. Wir haben besiegt! Oh. Das Tür ist offen? Ja, Tür ist offen. Gesiegt! Oh. Badass, lower! Ich hab ihn in die Decke gehängt. Das ist gar nicht schlecht. Da hängt der gut. Pinata! Freunde, was soll ich denn hingegangen? Ich mag das nicht, wenn ich mal alleine stehe. Weide fiese Lohe. Du, meine Granaten sind alle, hast du noch ein paar? Ach guck mal, jetzt kann man das hier aufmachen, dann hat man eine Abkürzung. Schlau, ne? Wie bei Legend of Zelda. Dummerweise ja, bleibt die. Legend of Zelda endet das Spiel vor dem ersten Dungeon. Das ist eine andere Art von Abkürzung. Das ist ein Speedrun, das ist Cheatrun. Das wird sein. Lass uns mal durchlaufen hier. Wollen wir wirklich alle irgendwie umhauen? Ja, dann lauf! Sonst können wir nicht triumphieren. Also ich krieg immer noch XP ein bisschen, ne? Aber wir kommen da nicht rein, warum nicht? Ja, weil kämpfen. Geh, die Tür allgemein ist ja gar nicht auf der Karte eingezogen, ne? Das muss die sein. Also müssen wir sie besiegen. Ja, eben. Also, so einfach könnt ihr es dann euch auch nicht machen. Oh, der Roboter hat ein Holzbein, habt ihr gesehen? Ja, die haben ja auch solche Piratenhüte auf und sowas. Wer liegt denn hier? Gott, ey, das ist eine andere Maske aufmachen. Kannst du ein bisschen an meinen Mauken? Kannst du ein bisschen rummauken, mein Freund? Sitz auf, können wir triumphieren? Funktioniert nicht. Ich möchte ins Becken. Iridium. Oh, dann zieht's meine Farben von der Waffe voll nach oben, wenn ich hier draufstehe. Wow. Special Effects wahrscheinlich. Steigere Aggression, okay. Da kommt man gar nicht hin. Ich glaube, wir sind völlig falsch gelaufen, oder? Das ist schon... Nein, das muss die Kamera hier sein. Doch. Ah ja, ich hab's. Hier geht's auf. Munition kaufen erst. Deswegen steht auch hier ein Minikasten. Was ist hier, eine Arena? Ja, nicht reinlaufen. Da ist jetzt der Endboss drin da. Der Endboss. Der unbesiegbare Superstar. Und nee, erstmal ein bisschen Rad. Hallo? Heroes, der unbesiegbare, da steht er sogar schon. Er wartet auf uns. Oh, der sieht richtig krass am Leuchten. Der sieht echt unbesiegbar aus. Also ich farm noch ein bisschen an Munition. Sieht nach einem fiesen Fiesling aus. Wart ihr schon in der Lichterhalle, ja? Das waren wir ja, also das haben wir ja schon gemacht. Wir müssen ja jetzt hier lang, das ist ja der neue Weg. Jetzt kommen sie alle hierher, ey. Kreis hat sie mal wieder angelockt. Vorsicht, da lang. Komm. Ich muss Munition kaufen. Dann geht's los. Boah, ich bin sein millionster Kunde! Wahnsinn! Oh, das ist der Standardspruch! Okay. Ah, besiegen! Fertig machen! Boah! Imperius! Was macht er da? So ein Besiegter! Wow! Was geht ab? Geht nicht so nah ran! Du musst erst den Roboter töten. Geht nicht zu nah ran. Ich stehe ganz vorne. Ich bin Marv. Ja, ich. Weiß ich danke. Geht nicht zu nah ran. Ich stehe ganz vorne. Ich bin Marv. Komm mal jetzt hin hier. Also, wir müssen zuerst seine Poboter besiegen. Ja. Oh, die Shieldbots werfen mit fiesen Nades. Aber richtig, ey. Immer in Bewegung bleiben, sonst treffen einen die Shieldbots. Ey, wie viel halten die denn aus? Wir brauchen eine grüne Waffe, Säure. Ja, trotzdem. Guck mal, wie ich sie zusammengezogen habe, die Handlanger. Mit meinen Granaten.